Hallo, grüßt euch und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einer neuen Videoreihe, nämlich meine Mod-Empfehlung. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt es euch schon ganz oft gewünscht und jetzt geht diese Videoreihe endlich los, in der ich euch einfach Mods vorstellen möchte, ja, die man nicht missen sollte in Transport Fever 2. Das gilt leider, oder was heißt leider, das gilt nur für PC-Spieler, weil auf der Konsole gibt es keine Mod-Unterstützung, deswegen kann ich euch da keine Mods vorstellen, die ihr haben solltet. Das gilt für die PC-Spieler und heute fangen wir mit einer Mod an, die wirklich der absolute Game-Changer ist. Vom guten Vacuum Tube auf Steam erschienen damals im November 2021 die Build with Collision Mod, also die Mod, die es euch erlaubt, trotz Kollisionswarnung des Spiels Konstruktionen zu bauen. Wirklich eine Mod, die ich nicht mehr missen möchte, weil wirklich grandios. Vielen lieben Dank an der Stelle auch nochmal an den guten Vacuum Tube. 600 positive Bewertungen zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme. Wir lassen unseren Zug hier mal in den Tunnel reinfahren und ganz viele Steam-Preise, weil wirklich eine Mod, die der absolute Gamechanger ist. Was kann die Mod? Ja, die kann Sachen bauen, obwohl es eine Kollisionsmeldung gibt. Zum Beispiel hier. Wir nehmen hier mal die Straße, gehen mal nach hier hinten, weil hier habe ich ja flache Gleise. Normal, na gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, nehmen wir mal eine andere Straße, nämlich die hier, weil die hat einen Bürgersteig. Das ginge nicht. Ja, ihr könnt die Straße nur viel weiter wegbauen. So ginge das. Aber mit der Mod könnt ihr jetzt diese Straße auch viel näher ranbauen. Weil wir haben hier einen Button trotzdem bauen. Zack. Schau mal an. Das geht trotzdem. Ich war damals einfach total perplex, als ich diese Mod das erste Mal ausprobiert habe. Und gesehen habe, was damit möglich ist. Klickt hier einfach auf, naja, wenn nicht der Button verschwindet, klickt hier einfach auf trotzdem bauen. Und dann könnt ihr euch eure Straße hier so nah ranbauen. Na. Wie ihr das möchtet. Natürlich wieder der Vorführeffekt, das Spiel will nicht. So. Und es ist überhaupt gar kein Problem. Ob das jetzt Sinn macht, das ist eine andere Frage. Aber es geht. Was sie noch kann, ist, wenn ihr jetzt hier eine Brücke drüber bauen wollt, sagt er, oh, nee, geht nicht. Möchte ich nicht. Aber dank der Mod geht das trotzdem. Könnt ihr euch dann noch schön, gibt ihr hier noch die passenden Mods, könnt ihr euch das Ganze noch schön auskleiden. Gar kein Problem. Ja, die Mods werde ich dann auch nochmal separat vorstellen. Das ist jetzt auch nur ein Designvorschlag. Das ist jetzt nichts, was schön aussehen soll, sondern nur, um euch zu zeigen, wie das Ganze funktionieren kann. Hier sollten wir vielleicht auch mal die Bodenhöhe einstellen, dann geht das auch vielleicht. So. 10 Meter. Hier wieder runter, minus 5, ja, Vorführeffekt. Nö, das kriege ich jetzt auf die Schnelle nicht hin, darum soll es ja auch nicht gehen hier in der Mod. Sondern nur, um zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich möchte euch jetzt nicht langweilen, indem ich hier 10 Minuten irgendwie versuche, eine Brücke hier hin zu basteln. Das braucht seine Zeit, das wisst ihr ja beim Schönbau. Aber es ist möglich, was sehr, sehr genial ist. Nehmen wir mal wieder weg. Was ihr auch noch machen könnt, ist, ihr könntet euch jetzt theoretisch hier rein, ne, das ist ja ein Bauernhof, da gibt es keine Straßen drin, ihr könntet euch jetzt theoretisch hier rein eine Straße bauen. Könnt ihr jetzt sagen, hier, zack, einmal da anschließen, trotzdem bauen. Und dann könnt ihr euch hier durch diesen Bauernhof, eine Linie bauen. Und könnt hier Fahrzeuge durchschicken. Einmal hier wieder anschließen, zack. Und jetzt habt ihr hier, wenn wir mal die Lanes einblenden, eine Straße. Das würde niemals ohne diese Mod funktionieren. Und das ist halt echt genial. So könnt ihr auch die Industrien beleben. Ihr könnt jetzt
eine Linie durchschicken. Ihr könnt nämlich auch sagen, hier, ich möchte hier gerne Gebäude, Haltestelle hinbauen. Das geht dann wieder ohne Kollision, ist auch spannend. Ja, Haltestelle hier hin, zack, funktioniert ohne große Probleme. Und dann kann hier der Bus durchfahren oder was auch immer für Fahrzeuge ihr reinschicken wollt. Absolut mega cool. Das ist, wie gesagt, auch einer der absoluten Vorteile von dieser wunderbaren Mod. Also für mich wirklich eine der Top 3 Mods. Weil sie Dinge, die euch das Grundspiel nicht machen lässt, einfach komplett ad acta legt und sagt, doch, das machen wir jetzt. Und das ist wirklich immer was, was schön ist. Ne, ihr könnt jetzt auch hier, könnt jetzt sagen, hier zu spitzer Winkel trotzdem bauen. Na, manchmal geht es auch nicht, ne? So wie hier. Da muss ja dann so ein bisschen hier, zack. Zack. Könnt ihr echt auch Blödsinn betreiben. Na, ihr könnt hier bauen, was ihr wollt. Die Straßen übereinander legen, untereinander. Also da gibt es, wie gesagt, es gibt fast keine Restriktionen. Es gibt halt Sachen wie hier. Das geht dann trotzdem nicht. Aber ich sag mal, zu ja, 95% der Fälle könnt ihr trotz Kollisionsmeldung Sachen bauen. Gibt da noch bestimmt auch einige andere Sachen, wo das sehr, sehr nützlich ist. Ich kann mir vorstellen, auf dem Flughafen, ja, könnte man eigentlich mal ausprobieren, ne? Könnte man mal hier schnell einen kleinen Flughafen hinstellen. Stellen wir mal hier Passagierflughafen hier hin. Nehmen uns wieder diese Sonderstraße hier und gucken mal. Kurz die Lanes einblenden. Jo, wir könnten ja sagen, dass hier eine Straße lang geht, ne? Bis hier. Einmal hier rum. Und dann gucken. Ja. Manchmal trifft man den Button nicht richtig. Jetzt habe ich ihn. Und dann könnt ihr hier. Einmal schön. Ist jetzt natürlich nur um euch zu zeigen, dass es geht, eine Linie machen. Müsst dann natürlich gucken, dass ihr hier die Linien der Flugzeuge nicht kreuzt, weil das dann doch ein bisschen komisch aussehen würde. Vielleicht hier vorne noch, ne, dass man hier reinfährt, hier irgendwie rum und dann hier irgendwie so kleine schöne. Ich meine, es gibt auch Gepäckwagen, ne? Ich meine, es gibt auch Flughafenfahrzeuge. Ich bin mir gerade aber nicht sicher. Und die könntet ihr hier auf dem Flughafen lang fahren lassen. Und wenn ihr das abreißt, seht ihr, da ist eure Straße. Die bleibt sogar da. Grandios. Ja, ich denke, dass hier ganz gut erkennbar ist, was diese Mod kann. Es gibt immer Situationen, wo man sich denkt, boah, nee, warum geht das jetzt nicht? Und dadurch habt ihr dann keine Kopfschmerzen mehr, klickt einfach auf trotzdem bauen, es funktioniert. Und sowas ist immer super. Ich habe hier hinten auch, wenn wir hier mal nach Kassel fliegen, ich habe hier, ne, über der Autobahn eine Durchfahrt. Ach, kommt der CityJet. Schön. Passt. Wunderbar. Und dann habe ich ja hier die Unterführung. Am Hauptbahnhof wäre so auch nie möglich gewesen ohne diese Mod. Da hätte ich dann hier großflächig umbauen müssen oder die Straße hier nochmal irgendwie in eine Senke reinführen müssen und so einfach, zack, mit Kollision gebaut, fertig, funktioniert. Wunderbar. Gut. Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung, in der Infobox unter diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Es wird jetzt immer mal wieder meine Mod-Empfehlung eben für Transport Fever 2. Vielleicht ist da ja für den einen oder anderen was dabei, der diese Mods noch nicht kennt. Bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß mit der Mod und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.